Hallo und willkommen. Ich habe gerade aus Versehen ein bisschen was kaputt gemacht. Der Tisch hier wurde Opfer des Poloschlägers. Es tut mir sehr leid, aber kann ja mal passieren. Ich habe eigentlich vor, jetzt mal in unsere alte Zelle zu kriechen. Einfach nochmal, um uns den Anfang anzugucken, wie wir gestartet sind in dem ganzen Spiel. Und wie viel wir eigentlich schon geschafft haben. Ich meine, muss man ja auch mal machen, ne? Wir sind hier wieder zurück. Und ich würde sagen, weil es einfach so lustig ist, einfach aus Protest zerstören wir hier noch ein bisschen die Bude. Zumindest so ein bisschen. Also alles mache ich jetzt natürlich nicht. Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu viel, aber... Genau, aber so ein bisschen mit Kuli vielleicht hier noch. Genau, nämlich die Edna war nämlich hier und hier war sie auch. Genau. Und ich denke mal vielleicht noch ein bisschen Ketchup. Vielleicht noch ein bisschen Senf. Ich meine, da sieht die Bude doch schon viel freundlicher aus, ne? Ketchup mit Polster. Genau, und hier noch. Hier auch noch ein bisschen. Und vielleicht hier noch ein bisschen Senf. Ich gebe nochmal meinen Senf dazu. Und vielleicht... Ach, was haben wir? Ach, hier kann man auch nochmal was machen. Senf mit Polster. Können wir es uns denn ansehen? Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Das hast du, Edna, das hast du. Was ist denn mit der Tür hier? Können wir die eigentlich auch begritzeln? Ein Smiley, wie schön. Können wir mit dem Poloschläger draufhauen? Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich glaube... Huch, Entschuldigung, ich glaube, das bringt auch nicht so viel, oder? Nimm dies, widerwärtiges Schade. Gut, das bringt also auch nicht so viel. Wir haben ja noch den Telefonhörer. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Eine Tür versperrt meinen Weg. Kein Problem. Warte mal, was? Wer hätte gedacht, dass das klappt? Ist die Tür jetzt echt offen? Der Smiley klebt noch an der Wand. Das ist ja cool. Guck mal. Der Smiley klebt noch da, aber die Tür ist jetzt tatsächlich offen, ne? Kranker Scheiß, die Tür ist jetzt auf. Das ist ja cool. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das funktioniert, ne? Aber tatsächlich... Sieht gut aus. Die Zelle sieht richtig gut aus. Machen wir hier nochmal was. Und hier fehlt noch ein bisschen Ketchup. Senf, meine ich. Und natürlich vielleicht auch hier nochmal. Huch, hier. Huch, hier. Kann ich eigentlich auch mit der Unterschrift hier was draufschreiben? Vielleicht hier? Nein, das sind meine Polster. Entschuldige, Edna. Dann wollen wir das natürlich so lassen. Ich würde sagen, die Challenge sieht auf jeden Fall richtig schnieke aus. Das haben wir auf jeden Fall ganz toll hinbekommen. Und wir gehen einfach mal ein bisschen weiter und machen jetzt das, was ich ja machen sollte. Ich rede mit dem lieben Stiesel. Beziehungsweise haben wir ja schon mit ihm geredet. Aber ich habe auch gehört, dass es sich lohnt, so wenn man noch ein bisschen so mit diesen Gegenständen vor der Nase rumfuchteln soll. Und das probieren wir jetzt auf jeden Fall auch mal. Und ja, ne? Was haben wir denn hier so Schönes? Wir haben zum Beispiel ein bisschen Dreck. Ich könnte einen wütenden Stiesel mit rudernden Ärmchen kneten. Aber ich finde, ich habe ihm schon genug Aufmerksamkeit gewidmet. Das stimmt, Wetter. Wir gehen mal ein bisschen näher. Was ist denn eigentlich? Guck mal mit dem Formular. Guck mal, Stiesel. Ich bin jetzt bei der Therapie angemeldet. Tja, zu spät, wie ich fürchte. Na, der ist aber nett. Mit der Cocktailkarte vielleicht. Huch. Ich sagte, mit der Cocktailkarte vielleicht. Vielleicht? Möchte der Herr was bestellen? Was ich bräuchte, steht nicht auf der Karte.
Was bräuchte er denn? Mich etwa? Für ein bisschen Ketchup, komm! Hey! Cornflakes? Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja, das auf jeden Fall, ne? Was ist denn? Guck mal, eine Polizeimarke, die können wir Ihnen doch mal zeigen. Das Spiel ist aus, Stiesel. Inspektor Konrad, Kriminalkommissariat Ost. Ich habe die illegalen Machenschaften in dieser Anstalt aufgedeckt. Hände hoch. Hey, hast du meine Cornflakes gegessen? Schnell, Harvey, fahr schon mal den Wagen vor. Nein, wir haben noch nicht seine Cornflakes gegessen. Guck mal, wer braucht seinen Schlüssel? Weißt du, was das hier für ein Schlüssel ist? Ist das etwa... Hey, gib den sofort her. Der Doktor versteht keinen Spaß, wenn es um seinen Geheimraum geht. Niemand darf da rein. Verstehst du? Niemand! Ich war da schon drin, Stiesel. Ich war da schon drin. Brauchst du ein Messer? Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ich bin keine Mörderin, nein. So war das auch eigentlich nicht gemeint, Edna, aber vielleicht ein Comicheft. Willst du vielleicht etwas lesen? Gute Idee, Schätzchen. Ich stehe total auf Captain, austauschbar. Komm einfach rüber und gib mir das Heft, yep? Ich trau dir nicht. Ich behalte das Comicheft lieber. Das war jetzt eine ganz miese Nummer. Fand mir, dass nicht Captain austauschbar ist. Was ist für ein Strohhalm? Hey, lass das! Wir mobben ihn nur ein bisschen, ne? Vielleicht das. Tja, ich glaube, ich gehe gleich nochmal an die Bar. Mein Drink ist schon wieder alle. Bar? Drink? Ich hoffe, ihr stellt nicht irgendeinen Unsinn an. Mann, wird der Doktor sauer sein, Schätzchen. Yep. Ach was, das locker. Take it easy. Hallo? Für dich. Hallo? Hallo? Ja, reingelegt. Oh Mann. Schön. Kann ich ihn denn beschreiben, beschriften? Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber, zu mir ins Fenster. Vergiss es. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die Typen vom Sozialamt. Wow, Edna ist aber auch wieder liebevoll unterwegs. Na gut, wir gehen mal wieder. Ich würde sagen, es war mal ganz lustig mit anzugucken. Aber wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen mit den Lichtschaltern. Weil ich ja mal hier ein bisschen was entdecken will. Ja. So. Wir gehen mal wieder ein Stückchen hier raus. Schöner Schlipper, Edna. Immer noch. Wie sie Harvey an den Ohren packt. Dramamamatisch. Es ist dramamamatisch. So. Wir gehen hier mal. Genau. Da 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 dum dum da 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 da. Okay, gut, das war jetzt. Ist egal. Wir gehen zum Wächter. Blase. Der kriegt voll auf die Nase. Ach, hier. Das Licht überall aus. Aus, 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 aus. Das ist das Klo. Ne? Was ist denn das für ein Zimmer? Ach, das ist hier der Wäschelift. Das ist... Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Und das ist... Ach, das ist hier die vom Schlüsselmeister, die Zelle. Also vom vom Schnüffelmeister. Das TV-Zimmer. Obwohl das TV-Zimmer... Ich weiß es nicht. Das lasse ich mal aus, oder? Dann kann dann den Fernseher besser dort sehen. Auf jeden Fall, das ist Schlüsselmeister. Das würde ich wieder anmachen vielleicht. Und im, auf dem Klo. Und was das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das Aktenzimmer kann es ja nicht sein, oder? Nee. Komisch. Na gut. Das ist die Bar. Das ist die Bar. Natürlich, da war das Neon-Schild, das war die Bar. Oh, warte mal. War hier nicht irgendwo das Klo? Hier war doch das Klo, ne? Das Klo. Ho, 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 ho. Das da.
Ah nee, es hat ja keinen Lichtschalter, oder? Das war ja das Mobbing-Klo. Gut, dann weiß ich jetzt ungefähr, wo wir hin müssen, überall. Also in die Bar, in... Ich hab's wieder vergessen. In die Bar, ins... In, auf das Klo und... Dann war noch was ich nicht mehr weiß. Na gut. Wir gehen jetzt mal wieder zu den Irren natürlich. Und ich möchte gerne mal was ausprobieren, aber das mache ich morgen, weil wir schon wieder Überlänge haben, weil ich immer vergesse, auf die Zeit zu schauen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich und sage tschüss, bis morgen.